Hallöchen, ihr Lieben. In diesem Photoshop-Tutorial zeige ich euch, wie man Objekte verlängert. Hier im Bild ist das Shirt etwas zu kurz geraten und das werden wir jetzt mit ein paar Schritten verlängern. So, ich erstelle eine neue Ebene und wähle mit dem Auswahlwerkzeug einen Teil des Shirts aus. Füge diesen mit STRG C und V in die neue Ebene und schiebe das Shirt etwas runter, sodass ich das optisch verlängere. Mit STRG T transformiere ich das Objekt und vergrößere es, sodass es an der linken Seite gut übereinstimmt. So, das passt. Ja, noch ein bisschen größer. So, dann schiebe ich das ein bisschen hin und her. Passe es noch ein bisschen an. So, das gefällt mir schon ganz gut. Ich benenne diese Ebene einfach um und erstelle eine Vektormaske. Auf dieser Vektormaske male ich mit einem schwarzen Pinsel die Stellen aus, die ich nicht mehr brauche. Ich erhöhe die Deckkraft ein wenig. So, mach das jetzt einmal ganz kurz grob und dann gehe ich ins Detail über. So, stempel ich den bzw. male ich den Rest einmal komplett aus, werde dabei immer feiner. Die Pinseleinstellung könnt ihr ja auch immer wieder ändern, so wie es bei eurem Bild gerade passt. So. Dann noch die Seite. Ich schau einmal. Das sieht gut aus. Dann nehmen wir auch noch ein bisschen. Das machen wir weg. Ganz grob, da habe ich zu viel weggenommen. So. Also das ist wirklich eine Feinarbeit, die ihr dann vornehmen müsstet. So. Die Deckkraft ein bisschen weg von dem Pinsel. Das passt schon ganz schön. Ich zoome immer wieder mal raus, um zu schauen, ob das Gesamtbild auch so stimmt. Dann zoome ich wieder rein, um ja die Feinheiten weiter auszuarbeiten. Zum Beispiel mit dem Daumen hier. Wähle ich einmal mit dem weißen Pinsel wieder die Stellen, die ich brauche, die ich aus Versehen quasi ausradiert habe. So, kommen wir dem Ganzen schon etwas näher.
Können wir das auch noch ein bisschen weg? Ich sage immer stempeln, ich meine natürlich ausradieren bzw. übermalen. Stempeln ist natürlich was anderes. So, jetzt nehmen wir mit dem, jetzt nehmen wir den Teil und fügen das in die Ecke, damit wir da auch einen schönen Abschluss haben. Also mit dem Auswahlwerkzeug wähle ich das Ganze nochmal aus und mit STRG C und V füge ich das in die Ebene. Und dann schiebe ich die Ebene da in die Ecke, so dass der Abschluss dann auch passt. Lege da wieder eine Vektormaske drüber und mit dem schwarzen Pinsel übermale ich die Stellen, die ich nicht mehr brauche. So. Das sieht schon sehr fein aus. So, jetzt fehlt da noch ein Teil. Den werden wir auch noch mal dazu stempeln bzw. da zumalen. Die Ebene mal runter, das passt besser. Arbeiten wir da die Ecke noch ein bisschen aus. So, das gefällt mir schon ganz gut. So würde ich das lassen. Schauen wir mal. Es passt perfekt.